Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal nicht um meine Pflanzen, denn ich habe heute gesehen, ich hatte was im Briefkasten und ich hatte Post bekommen. Ja, und heute wollte ich das mal vorstellen, also was ich bekommen habe. Hier ist das Päckchen bzw. der Briefumschlag, den ich hier ganz professionell zensiert habe. Und den werde ich jetzt mal aufmachen und mal gucken, was der Carsten vom Kanal No Chili mir da zugesendet hat. Ich hoffe, man sieht mich noch einigermaßen. Aber ist hier mit Klebestreifen zugeklebt. Ich mache das mal auf. Ah, okay, ich sehe hier schon, was mich da erwarten wird. Pack das mal alles aus. So, hier sieht man erstmal viel Saatgut. Das hat er wahrscheinlich selber gewonnen von seinen Pflänzchen. Aber das ist nicht das Einzige, denn hier ist noch eine kleine getrocknete Schote. Die ist sehr winzig, aber probieren werde ich sie dann im nächsten Video. Daraus mache ich ein separates Video. Also jetzt werde ich sie nicht probieren, aber ich glaube auch, sie wird sehr scharf, ne? Was der Carsten sich da alles für Chili in den Mund nimmt. Die wird, glaube ich, sehr viel Scoville haben. Also Scoville ist die Schärfe. Ja, aber mal gucken. Probiere ich im nächsten Video. Jetzt gehe ich das erstmal so durch, das Saatgut. Ich hoffe, ich werde alles richtig aussprechen. Aber wenn nicht, dann könnt ihr mich mal in den Kommentaren verbessern. Aber ich fange mal an. Wenn ich das hier richtig entziffern konnte, steht hier Bad Jolheim. Ja, ich glaube, das sollte richtig sein. Also hier einmal Bad Jolheim Samen, dann nach Cayenne Uivi, also REAVE. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird. Ah, nee. Carolina Weavy. Ach so, okay. Danach haben wir die Schrift schon ein bisschen weg. Da steht Habanseo Yellow. Ich kann es nicht so ganz lesen. Die Schrift ist auch schon ein bisschen weg. So, dann mal das nächste. Kann man gut lesen. Peperoni Grün. Ich hoffe, ich spreche das mal wieder richtig aus. Jolanenu. Ich glaube nicht, dass es richtig ist, aber hier. Carsten, kannst ja mal schreiben, ob ich das richtig ausgesprochen habe. Also in die Kommentare. Danach Peperoni Rot. Ach, hier haben wir mal einen F1 Hybriden. Die Serenade F1. Als letztes die De Cayenne. Ja, also das war jetzt alles Saatgut. Ich kann hier nochmal gucken. Nee, alles leer. Gut. Das war jetzt alles Saatgut. Und diese kleine Schote, die ich im nächsten Video auch probieren werde. Gut, dann würde ich mal sagen, danke Carsten für diese ganze Samensammlung und für diese kleine Chilischote. Im nächsten Video werde ich die Schote auch noch probieren. Im nächsten oder übernächsten Video, das muss ich mal gucken. Denn von meinen Tomätchen sind schon ein paar kleine Datteltomaten reif geworden.
da muss ich auch noch eine Verkostung machen, denn ich weiß selber noch nicht, wie die schmecken, aber wahrscheinlich herrlich lecker und süß. Aber das werde ich dann noch machen und danach kommt die Verkostung. Ja, also danke Carsten, vielen, vielen Dank. Die Samen würde ich auf jeden Fall gebrauchen. Für die nächsten paar Jahre werden mir die auf jeden Fall reichen. Das ist mehr als genug. Ja, packe ich die nochmal schnell ein. Ja, Carsten, nochmal vielen, vielen Dank für deine Post. Und Carstens Kanal werde ich hier oben nochmal verlinken. Und ja, bis zum nächsten Video, wo dann entweder die Tomatenverkostung kommt oder die Verkostung von der Chili. Na dann, bis dahin, ciao.